Herzlich willkommen zu unserem Panel From Hero to Zero, lokaljournalistische Vielfalt im Umbruch. Wir wollen darüber diskutieren, welche Rolle Lokaljournalismus spielt, nicht nur in dieser Corona-Krise, sondern generell, wie wichtig er ist für unsere Demokratie. Wir wollen darüber reden, was Lokaljournalismus leisten kann, vor welchen Herausforderungen er steht und welche Art von Förderung er braucht, welche Förderprogramme sind sinnvoll. Zunächst aber beginnen wir mit einer Keynote von Laila Dogogel. Sie ist vom Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und sie wird uns einen Überblick darüber verschaffen, welche Arten von Förderungen es in Europa bereits gibt. Ja, ein Hallo nun von mir nach Berlin oder von wo aus immer Sie sich zuschalten sollten. Mein Name ist Leyla Dokoel, ich bin Juniorprofessorin für Mediensysteme und Medienleistungen am Institut für Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und werde jetzt einen kurzen Auftakt oder Einblick in die öffentliche Förderung von Lokaljournalismus geben. Warum lohnt es gerade jetzt, sich über Lokaljournalismusförderung Gedanken zu machen? Einerseits natürlich das drängende Problem der Corona-Krise, was auch die Forderung nach Medienförderung noch einmal bestärkt hat. Darüber hinaus gibt es aber auch einen strukturellen Wandel des Mediensystems, das sich verstärkt auch darüber Gedanken machen lässt, wie man Lokaljournalismus in der Zukunft sichern kann. Einmal begründet durch begrenzte Refinanzierungsmöglichkeiten von Qualitätsjournalismus insgesamt, der aber auch Lokal- und Regionalberichterstattung besonders betrifft. Das liegt zum Beispiel an der Erosion lokaler Werbemärkte, einhergehend auch mit einer begrenzten Zahlungsbereitschaft für lokale Medieninhalte von Seiten der Mediennutzenden und der Zielgruppen und auch durch das Auftreten zumindest scheinbarer Substitutprodukte. Darüber hinaus und umso wichtiger haben lokale Medien aber gerade für die Herstellung lokaler Öffentlichkeiten und der Politikvermittlung auch eine demokratietheoretische Funktion, die es zu stärken und zu schützen gilt. Darauf basierend stellt sich die Frage, wie heute und auch in Zukunft ein vielfältiges und unabhängiges journalistisches Angebot mit regelmäßiger Berichterstattung gesichert und finanziert werden kann, um eben öffentliche Meinungsbildung auch auf lokaler und regionaler Ebene zu gewährleisten. Verschiedene Länder haben darauf auch schon eine Antwort gefunden. Jetzt hier ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz. Der Bundesrat hat hier vor einigen Tagen erst beschlossen, direkte Medienförderung auszubauen, um mit etwa 30 Millionen Franken zu unterstützen. Ähnliche Signale kamen jetzt hier auch aus Österreich, aus unserem Nachbarland von Kanzler Kurz, der nochmal erhebliche Ressourcen aufgrund der Corona-Krise in die Förderung von Medien gesteckt hat, was aber auch von einiger Kritik gerade aus Deutschland begleitet wurde. Und auch in Deutschland diskutiert man eben aktuell, inwiefern es Staatshilfen für private Medien geben soll. Und hier auch befürchten beispielsweise Verlage eine staatliche Einflussnahme. Man bewegt sich also in einem Spannungsfeld aus der Frage, inwiefern Medienförderung sinnvoll und auch gewünscht ist. Über was sprechen wir, wenn wir über Medienförderung oder Journalismusförderung sprechen? Das meint jegliche Art von finanziellen und nicht finanziellen Mitteln, die der Staat, aber auch private Einrichtungen, Medienunternehmen, die Medienindustrien oder auch Teilen davon zur Verfügung stellen, um Struktur und Verhalten zu gestalten. Prinzipiell gibt es zwei Begründungen, die für die Förderung von Journalismus und Medien herangezogen werden. Eine Art der Begründung ist ökonomischer Art, das Ausgleichen von Marktversagen, aber auch Möglichkeiten, Krisen zu bewältigen, wie eben aktuell im Kontext der Corona-Krise gegeben und auch die Nachfrage- und Innovationsstärkung zählen dazu. Daneben gibt es auch Argumente publizistischer Art, die herangeführt werden, die Vielfalt und Qualität der Berichterstattung gerade auch im lokalen Bereich zu stärken, Öffentlichkeiten aufrechtzuerhalten und eben auch die demokratische Kontrollfunktion der Medien zum Beispiel gegenüber den Machthabern und Politik und Wirtschaft zu stärken. Lokale Medienförderung wird in unterschiedlicher Form auch in vielen europäischen Ländern bereits angewendet. Man unterscheidet hier zwischen direkter und indirekter Form von staatlicher und öffentlicher Medienförderung. Neben dieser staatlichen Förderung von Medieninhalten oder Angeboten gibt es zunehmend auch private Einrichtungen, Stiftungen, private Spender, die insbesondere auf Basis projektbasierter Zuwendung Journalismus, wie zum Beispiel auch News Entrepreneurs Innovation im Journalismus unterstützen. Die Digital News Initiative ist sicherlich vielen eine Begriff und auch die Unterstützung mittlerweile von Facebook für Journalismus.
Wie sieht es nun in Europa aus? Welche unterschiedlichen Förderformate und Maßnahmen werden hier angewendet? Da will ich Ihnen einen kurzen Überblick geben. Wenn wir jetzt an indirekte Subventionen denken, also Förderungen, die insgesamt in die Struktur des Journalismus fließen, findet man zum Beispiel finanzielle Förderung von Selbstregulierungsinstitutionen oder auch Journalismusschulen, also der Ausbildung, Vergünstigungen, was Kommunikations- und Distributionskosten betreffen, Aufnahme von Journalismus ins Gemeinnützigkeitsrecht wird eingesetzt, aber auch Formen von gesetzlichen Lockerungen oder Sonderstellungen, was zum Beispiel das Wettbewerbsrecht betrifft. Nachfrageseitig, auch das kennt man zum Beispiel aus Deutschland, ist eine Reduktion der Mehrwertsteuer aus Verkaufseinnahmen oder aber auch die steuerliche Abzugsfähigkeit von journalistischen Produkten hier ein Instrument. Weitaus wichtiger sind aber Formen direkter Fördermaßnahmen, die in europäischen Ländern umgesetzt werden. Hier wird überwiegend eine kriterienbasierte Subvention oder Förderung von lokalen Redaktionsleistungen oder lokalen Medien eingesetzt. Zum Beispiel beim Erfüllen bestimmter publizistischer Leistungen und Qualitätskriterien. Insbesondere hier sind die skandinavischen Länder sehr starke Vorreiter, die sehr stark in Medienförderung investieren. Aber auch Frankreich, die Niederlande oder Österreich sind hier aktiv. Kriterien sind zum Beispiel auch Mindest- oder Höchstreichweiten von Medien und zum Beispiel eine spezifische Marktsituation wie eine Monopolstellung oder zwei Zeitungen zum Beispiel, wenn man an den Printmarkt denkt. Daneben gibt es auch die Förderung von zeitlich begrenzten lokal- und regionaljournalistischen Projekten, zum Beispiel zur Realisierung investigative Rechercheprojekte oder zu Qualifizierungsmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es auch stärker auf Strukturebene oder Organisationsebene fokussierte Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel Innovationsfonds, die zur Bewältigung der digitalen Transformation eingesetzt werden und auch speziell lokalen Medien zugutekommen, wie zum Beispiel in Dänemark oder Norwegen. Unterstützung für wirtschaftlich bedrohte Medien oder auch zur Sanierung von Medien werden eingesetzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Rundfunkanbieter schaut, gerade lokale Rundfunkanbieter, was mit hohen Kosten und schwieriger Refinanzierung gekennzeichnet ist. Hier gibt es auch Unterstützung von Produktionskosten, beispielsweise in Frankreich, Norwegen oder Österreich. Und gerade die Schweiz finanziert auch dort Rundfunk, lokalen Rundfunk, wenn keine ausreichenden Refinanzierungsmöglichkeiten auf lokalen Märkten zur Verfügung stehen. Daneben gibt es auch zahlreiche Privatinitiativen. Ich hatte es ja bereits kurz angesprochen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel hier Coaching-Modelle, um Branchenexpertise an lokale Medienanbieter weiterzutragen. Dann ein Beispiel aus UK, aus Großbritannien, den Local Democracy Reporting Service. Hier gibt es einen Pool von 150 Journalistinnen und Journalisten, die eingesetzt werden, wenn in bestimmten Regionen es praktisch zu einer Unterversorgung von Lokaljournalismus kommen kann und die dann dort Bericht erstatten. Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis, mit hier einem Beispiel aus den USA, was eingesetzt wird. Und es gibt zusätzlich auch Maßnahmen, die stärker auf Community Building und ein Zusammengehen von Politik und politischer Partizipation oder gesellschaftlicher Partizipation insgesamt setzen und Journalismus. Ein Beispiel hier findet sich ja auch durch ein gefördertes Projekt der Medienanstalt Berlin-Brandenburg mit der Smart Village App, die in Bad Belzig zum Einsatz gekommen ist. Neben dieser kurzen Übersicht habe ich ein paar Prämissen jetzt mitgebracht, wie man Lokaljournalismus idealerweise umsetzen könnte und was vielleicht Punkte wären, die man auch in der Diskussion dann gut aufgreifen kann. Die erste Prämisse zielt darauf, tatsächlich Journalismusförderung zu betreiben und nicht Medien Unternehmensförderung zu leisten, also entsprechend der normativen Begründung, der demokratietheoretischen Funktion, die Journalismus und auch Medienförderung in dem Moment dann erfüllen sollte, sollte Förderung konkret der Institution Journalismus zugutekommen, weil auch die Forschung gezeigt hat, dass eine pauschale Förderung von Medienorganisationen, Verlagen oder Redaktionen zum Beispiel tatsächlich nicht in empirisch messbaren Leistungen münden kann. Fördermaßnahmen sollten deswegen spezifisch mit dem Ziel der Erhöhung und Verbesserung der journalistischen Leistung umgesetzt werden. Das leitet auch direkt zur zweiten Prämisse über, dass eine direkte und kriterienbasierte Förderung favorisiert werden könnte, da indirekte Medienfördermaßnahmen eben wenig zu einer nachhaltigen Sicherung von redaktioneller Vielfalt beigetragen haben. Tatsächlich könnte Fördermaßnahmen dann direkt in journalistische Qualität, Vielfalt und Reichweite lokaler Berichterstattung fließen und in begrenztem Maße eben auch zur Bewältigung von Strukturveränderungen, der digitalen Transformation, aber auch der Anpassung an neue sowohl Angebotsformen, aber auch Nachfrageformen genutzt werden.
Das dritte Kriterium ist etwas, was sich gerade aus Nutzungsperspektive auch zeigt. Mediennutzung findet nicht mehr plattformgebunden statt, in Online versus Print versus audiovisuelle Inhalte zum Beispiel, sondern übergreifend. Das hat auch die Medienförderungslandschaft erkannt. In Skandinavien wird seit 2013 bzw. 2014 auf plattformunabhängige Förderung von Medienangeboten, Online und Print beispielsweise, gesetzt. In Schweden jetzt wurde 2019, also vergangenes Jahr, eine plattformunabhängige Medienförderung eingesetzt für Lokaljournalismus, sodass unabhängig von der Mediengattung, Text, Audio, Video, der Distributionsform, ob es also offline oder online vertrieben wird und davon, ob es sich um Kauf- oder Gratismedium handelt, gefördert. In der Schweiz, wir hatten auf die Bundesratsentscheidung ja bereits geblickt, auch dort ist eine plattformunabhängige Förderung von Medienangeboten in Planung. Und so wie es dort in dem Entwurf heißt, sollen solche Medienangebote gefördert werden, die einen besonderen Beitrag zur demokratischen Meinungs- und Willensbildung, zur kulturellen Teilhabe und zur gesellschaftlichen Integration leisten, unabhängig von der jeweiligen Angebotsform. Die vierte Prämisse schließlich zielt auch ein wenig auf die Seite der Wissenschaft und betrifft die Evaluation der Fördermaßnahmen. Wenn man bedenkt, dass Fördermaßnahmen und Subventionen immer ein legitimationspflichtiger Markteingriff darstellen, bedeutet es, dass man diesen auch begründen muss. Leider fehlen systematische Erkenntnisse über die Wirkung von diesen einzelnen Fördermaßnahmen, was Medien- und Journalismusförderung betrifft, die ich auch genannt habe. Um aber stärker evidenzbasierte Medienpolitik zu stärken und daran zu investieren, müsste man Evaluationsstudien, auch die Generierung von Strukturdaten zur Entwicklung lokaler Medienmärkte, aber auch lokaler Öffentlichkeiten hier fördern, sodass angebots- und rezeptionsseitig geschaut wird, inwiefern es hier auch positive Effekte von den Fördermaßnahmen tatsächlich gibt, die sich auch messbar zeigen lassen. Mit diesem kurzen Überblick würde ich mit der Frage schließen, ob Medienförderung tatsächlich als Fuel for the Media gelten kann. Für eine Umsetzung einer effektiven Medienförderung sehe ich insbesondere die Formulierung von klaren Förderzielen, auch durch die Medienpolitik, als eine wesentliche Voraussetzung und dann die sozusagen Identifikation und den Einsatz von passenden Fördermaßnahmen und Instrumenten, um diese dann auch zu erreichen. Damit wünsche ich eine spannende Diskussion und ja, viele Grüße aus Frankfurt. Herzlichen Dank an Leila Dorgrugel vom Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Und wir wollen das Thema runterbrechen auf Deutschland, aber auch auf die Region Berlin-Brandenburg, denn gerade in Sachen Förderung tut sich einiges hier in den beiden Bundesländern. Dank eines Medienstaatsvertrags zwischen Berlin und Brandenburg etwa können lokale Medien noch mal ganz anders gefördert werden. Das wollen wir genauer anschauen und diskutieren. Aber wir wollen zunächst erst einmal auf den Status quo schauen. Das heißt, wie ist die Situation für Lokalmedien hier in der Region? Und dazu begrüße ich sehr herzlich im Studio Christian Kuno. Er ist stellvertretender Direktor der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, und Leiter Förderung, Projekte und Beteiligung. Herzlich willkommen. Daneben herzlich willkommen Juliane Adam, Geschäftsführerin von Radio Potsdam, und herzlich willkommen auch Ingo Senftleben, der medienpolitische Sprecher der CDU Brandenburgs. Hallo. Und uns zugeschaltet ist Sebastian Turner, der Herausgeber des Tagesspiegel. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Ich beginne mal mit der Situation. Und der Potsdamer neuesten Nachrichten, was man in Brandenburg nicht unterschlagen sollte. Das wollen wir auf gar keinen Fall tun. Danke für diese Ergänzung. Hallo, Herr Turner. Jetzt sehe ich Sie auch. Wir beginnen einmal mit der Situation vor Ort, mit dem Status quo, Juliane Adam. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig darin, dass Lokaljournalismus wichtig ist. Aber würden Sie sagen, dass durch diese Krise, die wir im Moment haben, plötzlich sichtbar wurde, wie wichtig Lokaljournalismus tatsächlich ist? Ich glaube, das geht nicht nur unserer Branche so, das geht einigen Branchen so. Wir haben jetzt eine außergewöhnliche Situation durch die Corona-Krise und plötzlich fällt uns auf was wir eigentlich Wert legen oder was uns wichtig ist. Systemrelevant, dieses Wort finde ich jetzt schon das Unwort des Jahres, aber es ist tatsächlich so, dass der lokale Journalismus jetzt vor allen Dingen stark wahrgenommen wird, weil es jeder nochmal intensiver nutzt. Ja. Wir haben eine besondere Situation und die Menschen wollen sich informieren. Und
Durch Corona wollten die Leute sich noch mehr sehr lokal informieren, weil viele Bedingungen, wie viele Kranke gibt es hier, wie viele Infizierte, was ist bei uns gesperrt, es ist so unterschiedlich auch geregelt. Und dadurch ist die Wahrnehmung noch mal enorm gestiegen. Wie haben Sie denn Ihr Programm anders gestaltet jetzt? Oder haben Sie es anders gestaltet während der Krise? Aber selbstverständlich. Und das ging auch für uns so unglaublich schnell. Damit haben wir natürlich auch nicht gerechnet, weil es hat ja niemand irgendwie in der Planung gehabt. Aber ich kann eigentlich mal einen Satz vorausschicken und ich glaube, das geht vielen Kollegen auch so. Wenn nicht der finanzielle Druck gerade da wäre, der natürlich auch uns betrifft, es hat seit langem wieder Radio machen, macht unfassbar viel Spaß, ja, so sehr, weil wir unglaublich viel gerade bewirken können, weil wir merken, dass wir auch genutzt und gebraucht werden. Viele kommen auf uns zu, lokale Politiker nutzen das Medium. Also unser Oberbürgermeister hat sich quasi selbst eingeladen, als es losging und sagte, ich bin in einer halben Stunde da, ich glaube, ich muss mal meine Bürger informieren und ich kann es am besten mit dem Medium, was viele nutzen und was genau hier in dieser Stadt gehört wird. Er hätte gar nicht zum RBB gehen können, weil was soll sich einer in Cottbus oder Frankfurt oder darüber informieren, was der Potsdamer Oberbürgermeister will. Und so gibt es ganz viele andere Beispiele, wo man ganz schnell das Programm umgestellt hat. Wir haben Experten ins Programm gehoben und haben uns auch ganz viele Sachen überlegt. Vielleicht auch ein Beispiel, was auch andere Radiosender da gemacht haben, aber wir waren einer der ersten. Wir haben lokale Bands ins Programm geholt, die aus der Stadt Potsdam kommen, weil wir gesagt haben, ihr habt gerade keine Einnahmen. Wenn wir euch spielen, kriegt ihr wenigstens GEMA-Einnahmen und können auch ein bisschen was tun, ohne dass es uns was kostet. Würden Sie sagen, Lokaljournalismus hat sich noch mal neu erfunden oder geht es zu weit? Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist jetzt deutlich, wie sehr das wirklich auch nach wie vor gebraucht wird. Und ich finde, Lokaljournalismus hatte vorher auch manchmal so zu Unrecht so ein angestaubtes Image. Also ich sage jetzt mal so diese Horst-Schlemmer-Mentalität, dass lokale Journalisten immer nur über die Kaninchenzuchtergebnisse berichten, dem war ja längst nicht so. Aber trotzdem hat Lokaljournalismus immer so ein bisschen so ein miefiges Image gehabt. Und ich finde, das hat es total zu Unrecht. Und das wird jetzt, glaube ich, ganz deutlich. Ingo Senftleben, wie wichtig ist Lokaljournalismus für die Demokratie? Also ich glaube zuallererst, dass die Menschen sich immer liebend gern darüber informieren, was bei ihnen vor Ort passiert. Auch in letzter Zeit, auch vor Corona. Die Menschen wollen sich auch manchmal selbst in den Medien wahrgenommen wissen, ob über den Verein, ob über die Gemeindevertretung, über das Unternehmen, was auch immer. Und deswegen ist der Lokaljournalismus einfach unersetzbar, weil die Journalisten, das sagt ja auch schon das Wort, sind rund um die Uhr jeden Tag vor Ort, in ihrem eigenen Zuhause ja eigentlich. Wenn die einkaufen gehen, ich war am Donnerstag einkaufen, letzte Woche habe ich jemanden getroffen von der Lokalzeitung, da kommt man ins Gespräch und so geht es ihnen ja auch jeden Tag. Und deswegen ist das Thema extrem wichtig, weil eben auch die Lokaljournalisten immer da sind und nicht, wenn der große Wagen weg ist, die große Aufmerksamkeit weg ist von dem Ort vielleicht des Geschehens, man ist immer noch da vor Ort. Und deswegen, glaube ich, ist unsere Aufgabe, die Menschen vor Ort in die Lage zu versetzen, die Nachrichten auch wahrnehmen zu können. Es geht um Teilhabe, es geht um Barrierefreiheit. Also gerade auch ältere Menschen, die nicht jeden Tag durch die Gegend fahren können, wollen trotzdem wissen, was in der Nachbarschaft passiert. Und es geht natürlich um demokratische Teilhabe. Und das war immer schon ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, der Vorteil der jetzigen Situation ist, dass man wieder stärker wahrnimmt, wir brauchen mehr von diesen Angeboten. Auch in den neuen Medien, die uns da zur Verfügung gestellt werden, also der Zuhörer, der Zuschauer, der Leser oder auch der Nutzer im Internet möchte ganz einfach nicht nur die Weltnachrichten, er möchte nicht nur Jens Spahn jeden Tag irgendwo unterwegs sehen oder über Trump wissen, was er gerade wieder für verrückte Sachen gesagt hat. Er möchte ganz einfach vor Ort zu Hause auch informiert sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das Beispiel hat es gerade eben gebracht. Potsdam war in aller Munde aufgrund der Situation auch im Klinikum. Und das zu informieren, darüber zu informieren und das zu wissen, ist, glaube ich, unersetzbar. Und deswegen danke ich auch den Lokaljournalisten, egal aus welchem Format, weil sie einfach da auch da sind und jetzt in den letzten Jahren auch schwierige Zeiten hatten und trotzdem versucht haben, ihre Arbeit gut zu machen. Wollen wir mal gleich noch diskutieren, wie gut das gelingt, diese Funktion auszufüllen, trotz auch der schwierigen Zeiten. Zuerst noch mal an Sie gefragt, Herr Turner, wie hat denn der Tagesspiegel oder wie haben denn beide Blätter diese Krise gemeistert inhaltlich? Wie haben Sie noch mal draufgepackt, haben Sie das Angebot verändert oder wie haben Sie es gelöst?
Der Tagesspiegel hat schon in den vergangenen Jahren die beiden Themen Wissenschaft und Medizin massiv ausgebaut. Wir haben eine der größten Wissenschaftsredaktionen in Deutschland und ich glaube die größte Medizinredaktion mit 6 Kollegen und werden im Augenblick nicht nur von unseren Lesern, sondern auch von anderen Medien wahrgenommen und zitiert, wie glaube ich noch nie. Wir haben auch das Thema Lokaljournalismus schon vor wenigen Jahren nochmal ganz neu und intensiv angepackt. Der Tagesspiegel hat 12 Bezirksausgaben, digitale Bezirksausgaben, Newsletter auf den Markt gebracht, Tagesspiegel-Leute. Und wenn man heute sich angucken würde, es gibt etwa 70 Lokalausgaben in Berlin und Brandenburg. Wenn man die 15 größten nimmt, 12 davon sind diese lokalen Newsletter des Tagesspiegels. Also aus der Sicht des Tagesspiegels und der Potsdamer Neuesten Nachrichten ist die lokale Dimension ein ganz enormer Faktor und die Verbindung mit der überregionalen Kompetenz bringt uns im Augenblick richtiggehend Reichweitensprünge in der Wahrnehmung. Online hatten wir noch nie so viele Nutzer wie zurzeit. Das heißt, Sie konnten wirklich auf das aufsetzen, was sowieso schon an Infrastruktur geschaffen worden ist? Das ist richtig. Also wir haben die Krise wie alle anderen nicht kommen sehen, aber was man kommen sehen kann und was schon seit vielen Jahren zu sehen ist, das Interesse an Lokalem ist hoch. Es gibt seit Menschengedenken Umfragen, was mögen die Leute an der Zeitung am liebsten. Und da ist immer der erste Wert über beide Geschlechter das Ortsnahe, das Lokale. Und der zweite Punkt ist, bedingt durch die Digitalisierung sind eben auch die regionalen Grenzen aufgehoben. Sie können praktisch jede Zeitung online überall lesen, was für unsere Zeitung die Chance gebietet, in den Feldern, in denen Berlin bundesweit besonders attraktiv ist und Wissenschaft und Medizin gehören dazu, können wir jetzt auch bundesweit richtig gut punkten. Wollen wir mal eine Bestandsaufnahme machen, wie weit es generell gelingt, dem Lokaljournalismus seine Funktion zu erfüllen? Herr Kuno, wir haben jetzt über Radio gesprochen, wir haben über Zeitung schon ein wenig gesprochen, aber es gibt auch noch das Lokalfernsehen, das auch von der MABB gefordert wird, Lokalradio auch. Wenn wir eine Bestandsaufnahme machen, wie schätzen Sie die Qualität der lokalen Berichterstattung ein? Was wird dort wirklich geliefert? Naja, also über Qualität lässt sich ja immer streiten. Insofern Qualität ist sicherlich vorhanden, ist nach wie vor vorhanden, aber natürlich ist Qualität, das wissen wir alle, auch immer abhängig letztendlich von den Einnahmen, die reinkommen, letztendlich von der Reichweite, die erzielt wird und sich monetarisieren lässt. Und natürlich ist in den letzten Jahren, die Entwicklung kennen wir alle, mit den schwieriger werdenden, gerade lokalen Werbemärkten, in dem Zeitungsbereich das Wegbrechen der Rubrikenmärkte etc. pp. Ist natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität sichtbar. Also wir alle wissen, dass gerade in ländlichen Regionen die Berichterstattung eher ausgedünnt wird, die Redakteure für immer größere Gebiete zuständig sind, über die sie zu berichten haben. Das alles nagt gewissermaßen an der Qualität. Da erzähle ich nichts Neues. Umgekehrt, all das, was hier gesagt wurde, das nehmen wir natürlich auch wahr. Das nehmen wir auch in den Studien, die wir im Markt haben, wahr. Also zum einen beispielsweise, was Herr Turner sagt, dass der Leute-Newsletter oder die Leute-Newsletter des Tagesspiegels, das hat jedenfalls unsere Bestandsaufnahme von Lokaljournalismus in Berlin ergeben, die wir in Kürze publizieren, eine der wenigen tatsächlich lokalen Medienangebote in Berlin ist, wenn man beispielsweise den Bezirk oder den Stadtteil als lokal versteht und nicht Berlin als solches. Umgekehrt gesprochen, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, ich wohne jetzt im Bezirk Treptow-Köpenick, der hat 300.000 Einwohner rund. Ein wöchentlicher Newsletter ist ja jetzt nicht furchtbar viel lokale Berichterstattung, muss man dann auf der anderen Seite auch sagen. Da dürfte Potsdam mit den Potsdamer Neuesten Nachrichten, mit Radio Potsdam, mit Hauptstadt TV deutlich mehr haben. Also auf der einen Seite, es ist nach wie vor Qualität und Quantität vorhanden, aber es könnte und ich glaube, es müsste auch eigentlich mehr sein. Wie bewerten Sie das, Herr Turner? Sie haben ja auch den Blick, so den Printüberblick aufs Land Brandenburg. Es gibt auch Studien zum Beispiel, die sehr durchwachsen sind bundesweit. Manche sind sehr vorbildlich, andere sind eher sehr einfach in der Themenvielfalt, in der Genrevielfalt, nicht sehr vielfältig in den Stimmen, die zu Wort kommen. Wie würden Sie es in Brandenburg bewerten und Berlin? Zunächst muss man sagen, dass Berlin sich jeder Vergleichbarkeit entzieht. In der Stadt erscheinen 8 Tageszeitungen mit Lokalteil.
Das gibt es in Deutschland nirgendwo. Ich glaube auch im deutschsprachigen Ausland, in Wien nicht. Und vielleicht hat London das noch zu bieten. Das ist eine vollkommene Ausnahmesituation. In Brandenburg haben wir eher die typische Situation von Ostdeutschland. Es gibt die alten Bezirkszeitungen, die eine flächendeckende Berichterstattung bieten und mit einem Mantel eine ganze Reihe von Lokalausgaben sind, ungefähr 11 oder 12, sowohl bei der Lausitzer Rundschau wie auch bei der Märkischen Oder-Zeitung und bei der Märkischen Allgemeinen. Das ist mehr oder weniger wie in vielen deutschen Bundesländern, auch im Westen. Die interessante Beobachtung, wenn Sie aufs ganze Land gucken, ist positiv und negativ. Positiv, kaum ein anderes Land in Europa, schon gar nicht die Länder, die stark auf Hauptstädte ausgerichtet sind, haben eine so reiche Presselandschaft noch. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben 1400 Lokalausgaben in Deutschland, wir haben aber 11.000 Gemeinden. Und das heißt, auch wenn Sie in der Nähe von Eberswalde wohnen und die Märkische Oder-Zeitung in Eberswalde eine Ausgabe hat, jeden Tag ein paar Seiten, das Barnim-Echo, dann kommt trotzdem aus Ihrer Gemeinde Schorfheide oder aus dem Ortsteil Böhmerheide, kommen Sie praktisch nicht vor. Und das ist eine Schwierigkeit, die natürlich aus der Leserperspektive entscheidend ist. Wenn meine direkte Umgebung nur bedingt drin vorkommt, und so ist auch die Bemerkung über Treptow-Köpenick richtig, dann ist es für mich ein geringerer Grund, das zu lesen. Dazu noch mal eine andere Zahl. In den erfolgreichsten deutschen Zeitungsregionen ist die sogenannte Haushaltsabdeckung. Also neben 100 Haushalte, wie viele von denen haben eine Abo-Zeitung? In der erfolgreichsten Region ist es 50% und mehr. In den Großstädten ist es unter 20%. Nicht nur in Berlin, auch Hamburg, auch Köln, auch München. Und wenn Sie jetzt in die sozusagen aufs flache Land gucken, dann haben Sie da eine breite Mischung. Aber Ostdeutschland ist inzwischen eher unterdurchschnittlich, nachdem es nach dem Mauerfall weit überdurchschnittlich war in der Abdeckung. Das hat ja vor allem, würde ich sagen, auch wirtschaftliche Gründe, Frau Adam. Wie sehen Sie die Zukunft des Lokaljournalismus? Gerade jetzt in der momentanen Situation ist es besonders schwierig, weil noch mal Einnahmen wegfallen. Aber die Situation ist ja generell kompliziert. Kompliziert ist die Situation, aber die war sie eigentlich schon immer. Also das ist jetzt mit Corona nicht verstärkt so. Wir haben nur noch jetzt mal die Problematik, dass wir akut plötzlich Werbeeinnahmen, Einbrüche haben und jetzt damit umgehen müssen. Wie lösen wir denn das Problem? Bis hin dazu, dass in unserem Team die Mitarbeiter noch nicht mal in Kurzarbeit geschickt werden können, weil sie wirklich viel zu tun haben. Es ist richtig was los. Ja, wie ich vorhin schon sagte, es macht eigentlich Spaß, Radio zu machen, aber wir müssen es auch bezahlen können. Und ich glaube, es ist eher die Diskussion, die jetzt vielleicht noch mal intensiver geführt wird, nicht wie überstehen wir jetzt diese Corona-Krise, sondern wie können wir dauerhaft sichern, dass es eine Qualität gibt im lokalen Journalismus und wie können wir lokalen Journalismus aufrechterhalten, auch in Bezug auf der Attraktivität dieses Jobs, ja, also dass das jungen Leuten auch Spaß macht, lokal zu berichten und nicht zu Konkurrenzmedien zu gehen wie Google oder Amazon oder Facebook, wo sie gut bezahlt werden und wo es vielleicht auch irgendwie cool ist zu arbeiten und die auch auf diesen Markt drängen. Ja? Also Dinge dürfte man nicht ausblenden. Ja? Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen, dass Leute eher nicht zu Ihnen kommen, weil es woanders attraktiver ist? Nein, wir haben eher die Problematik, ich sag mal, klassisches Zweitliga-Problem. Wir bilden junge Leute aus, holen sie von der Straße, wie man so schön sagt. Ja, sind erst Praktikanten, dann bilden wir sie aus. Und ich glaube, das haben wirklich viele, viele, viele lokale Medien, dieses Problem. Dann sind sie gut. Ja? Und dann geht es darum, übernehmen und wie werden sie dann bezahlt. Und viele junge Menschen gehen dann zu einem größeren Sender oder zu einer größeren Zeitung, wo sie einfach als Redakteur teilweise doppelt so viel Gehalt bekommen. Und gerade wenn man jung ist, hat man auch noch nicht so eine Identität zu einem Unternehmen. Ja, dann sage ich mir, hey, ich habe jetzt die Ausbildung in der Tasche, ich bin auch gut ausgebildet. Ja, als Volontär, weil nämlich Lokaljournalismus den großen Vorteil hat, dass man alles machen muss. Also dass man sowohl über Sport sich auskennen muss, als auch über Politik, als auch über Kunst oder Kultur. Man kriegt wirklich eine gute, breite Ausbildung, ist dann Redakteur oder Redakteurin oder Moderatorin und dann gehe ich zu einem großen Laden und verdiene Geld. Oder zu den Öffentlich-Rechtlichen. Wir kommen gleich zu einem Lösungsmodell. Vorher noch Sebastian Thoner gefragt, wie sehen Sie die Perspektive des Lokaljournalismus angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten? Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind in der Tat massiv und durch Corona noch mal
exponentiell angestiegen. Wenn man von der Werbung redet, dann muss man im Lokalmedienbereich genauer hingucken. Es gab dort die Rubrik Anzeigen, also Suche Job, biete Auto, suche Wohnung oder biete Wohnung. Die sind praktisch komplett ins Netz gewandert. Und dann gibt es als eine zweite Säule die Handelswerbung. Und wenn die Geschäfte entweder zu sind oder wenn sie Schwierigkeiten haben, die Schlangen, der Schlangenherr zu werden, wie jetzt in diesen Corona-Zeiten, dann sind es zweimal Gründe, aus gegensätzlichen Ursachen heraus keine Werbung zu machen. Das hat bis zu 80% Einnahmeausfälle gegeben bei Lokalzeitungen. Und das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, den auch die bestgeführtesten Häuser nicht überleben können. Deswegen ist aus meiner Sicht es zwingend, über zwei Dinge zu sprechen. Wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, was an Fördermöglichkeiten ist. Aber auf der anderen Seite sind auch die Unternehmer, und dann fasse ich mir natürlich an die eigene Nase, die Unternehmer sind natürlich auch gefragt, sich die Frage zu stellen und zu beantworten, wie können wir mit mehr Innovation und besseren Produkten auf die Leser zugehen. Wenn Sie die Altersstruktur beispielsweise ansehen, der Tageszeitungsleser, dann stellen Sie fest, das ist offensichtlich nicht so attraktiv für jüngere Leute, wie es eigentlich sein sollte. Da können wir niemandem die Schuld geben, außer uns selbst. Und von der Sorte gibt es eine Reihe von Punkten, wo ich meine, an erster Stelle kommt für die Unternehmer das Unternehmen. Und dann kommt die Frage, ob in einer Krisensituation oder in einer Strukturumwandlung auch Hilfe von außen notwendig ist. Würden Sie sagen, dass es zu wenig Innovation gibt oder zu wenig Bemühen um Innovation? Das würde ich in Bezug auf jedes Unternehmen auf der Erde sagen und deswegen natürlich auch in Bezug auf die Lokalzeitung. Kommen wir mal zu dem anderen Punkt. Zunächst jedenfalls Förderung. Da gibt es ja wirklich wichtige Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Wir haben einen Medienstaatsvertrag zwischen den beiden Ländern, die eine ganz neue Art von Förderung für den Lokaljournalismus ermöglichen. Ingo Senftleben, was ist das Ziel? Was genau wollen Sie damit erreichen? Ganz kurze Vorgeschichte. Wir haben 2017, also vor über 3 Jahren, im Landtag noch in der alten Wahlperiode über Fraktionsgrenzen hinweg, SPD, Linke als Regierungsfraktionen, CDU und die Grünen als Oppositionsfraktionen, uns gemeinsam auf den Weg gemacht, auch mit Expertengesprächen, auch mit der MABB und mit den entsprechenden Anbietern, auf den Weg gemacht, zur Zukunft des Lokaljournalismus auch zu sprechen, über die ganze Bandbreite. Und wir haben es sogar geschafft, einen gemeinsamen Antrag einzubringen. Und ein Bestandteil darin war, wir wollen und müssen auch finanziell als Land solche Angebote unterstützen und fördern in einer breiten Palette. Ist ja gerade eben schon gesagt worden, wo die Nachteile auch liegen für den wichtigen Bereich des Lokaljournalismus. Und das Ganze muss natürlich kombiniert sein mit einer klaren Ansage. Es muss staatsfern sein. Es darf also nicht von der Politik abhängig sein, wer bekommt das Geld. Und es muss der Qualität entsprechen. Und dafür haben wir die MABB, die am Ende ja auch mit den entsprechenden Möglichkeiten auch verausgaben kann. Oder verausgeben könnte. Also das war 2017, dann haben wir den Staatsvertrag geändert 2019, wenige Wochen vor Landtagswahl. Also wir waren schon mittendrin, uns gegenseitig zu streiten, wer die beste Partei ist, und haben trotzdem im Landtag ein wichtiges gemeinsames Gesetzespaket auf den Weg gebracht, mit Berlin zusammen, und haben jetzt zum ersten Mal, ich glaube Paragraph 8 ist es, die Möglichkeit der Förderung festgeschrieben. Und das war erstmal eine gute Botschaft. Und dann kam sogar noch das Highlight. Da gab es die Regierungsbildung mit Kenia in Brandenburg im letzten Herbst, vor wenigen Wochen ja eigentlich noch. Da stand sogar drin, Brandenburg wird seinen Teil finanziell erfüllen und 1,5 Millionen Euro jährlich für die Förderung zur Verfügung stellen. Nochmal, staatsfern, Qualitätsjournalismus und lokale Angebote über alle Plattformen, unabhängig davon, auch entsprechend als Angebot. Und da war ich auch sehr zufrieden. Und das erste Jahr von Kenia, das erste vollständige Jahr, wäre ja jetzt 2020. Das war noch alles vor Corona. Und dann war ich sehr ernüchtert, als ich festgestellt habe, dass wir dieses große, gute Versprechen nicht eingehalten haben, weil der Nachtragshaushalt für dieses Jahr sieht 0 Euro vor. Das heißt, wir haben als Kenia-Koalition große Erwartungen geweckt. Wir haben einen großen Sprung gemacht. Wir sind dafür sogar öffentlich gelobt worden, auch bundesweit. Und haben bei der Umsetzung am Ende als Politik, man muss es so sagen, versagt. Und das bedauere ich zutiefst, nicht nur als Politiker für den Medienbereich, sondern weil ich generell feststelle, entweder man sagt etwas und hält es auch, oder man sagt es nicht vorher, dann kann man es auch nicht hinterher brechen. Und das ist das Problem. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten,
aber sie nutzen momentan noch nicht. Und dann kam Corona und die Dinge haben wir jetzt gerade schon besprochen und gehört, was das noch mit sich gebracht hat. Das Projekt oder die Idee steht natürlich oder der Vertrag steht dennoch. Also kann man davon ausgehen, dass das Geld spätestens im kommenden Jahr kommt? Würde ich jetzt mal schließen. Also, das ist zugesagt, aber wir hatten auch zugesagt für jedes Jahr der Koalition. Und das Jahr 2020 läuft ja schon und deswegen hoffe ich, dass zumindest fürs nächste Jahr die Zusage gilt. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn wir sie schon ab dem 1. diesen Jahres eingehalten hätten. Was ist dann das Ziel? Was stellen Sie sich vor? Was imaginieren Sie, was daraus entstehen soll in Bezug auf Lokaljournalismus? Wir haben ja durch die Gespräche 2017 schon erfahren, was ein Problem einfach da ist. Also wir haben es ja heute auch schon durch die praktischen Beispiele gehört. Also das Angebot ist wichtig, es wird wahrgenommen, aber es ist leicht zu finanzieren. Es geht um die technischen Ausstattungen, es geht um das Personal, was auch geschult und weitergebildet werden möchte und soll. Es geht um neue Medien, die auch ankommen müssen. Und das Ganze in einer Zeit, wo parallel die Einnahmen nicht unbedingt steigen. Und wir haben gesagt, auch aufgrund der Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, es gibt die Möglichkeit, das zu unterstützen und zu finanzieren. Und es geht wirklich um die Vielfalt der Medienlandschaft in Brandenburg und Berlin und darüber hinaus. Es geht uns darum, dass Menschen informiert sind. Ich sage es nochmal, wir reden sonntags sehr nett von Demokratie, gerade auch jetzt zwischen den Sonntagen. Wir reden über die Bedeutung auch der Unabhängigkeit der Medien. Und das müssen wir dann auch unterstützen und sicherstellen, weil nur ein Bürger, der gut informiert ist, kann auch gut mitreden. Er kann auch fernab von allen Fake News sich die Meinung auch am besten bilden. Und darum geht es in einer Zeit, wo wir feststellen, da ändert sich sehr viel, wo Unternehmen natürlich bereit sein müssen für Innovationen, aber auch die Politik bereit sein muss für Veränderungen, geht es immer noch darum, der Mensch muss in der Lage sein, aus allen Informationen, die er zur Verfügung hat, für sich selber die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das geht aber nur, wenn er die wahrheitsgetreuen Nachrichten hat und nicht die wahrheitswidrigen, wie wir das leider Gottes ja auch immer mehr in gewissen Bereichen erleben müssen. Christian Kuno, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg wird diesen Vertrag praktisch, organisatorisch umsetzen. Bevor Sie mir sagen, was da genau passieren wird, die MABB fördert ja schon Lokaljournalismus in Infrastrukturen, Ausbildung, bei der MA. Warum reicht das nicht? Ja, also tatsächlich, also wenn man den Vortrag von Frau Doguel aufgreifen möchte, dann fördern wir Lokaljournalismus im Moment vor allen Dingen indirekt. Also wir fördern ihn, indem wir Aus- und Weiterbildung im journalistischen Bereich fördern, zum Teil über die EMS, die Electronic Media School, an der die MABB neben dem RBB beteiligt ist. Zum anderen eben aber auch, indem wir beispielsweise Lokal-TV-Anbietern und zuletzt eben auch lokalen Radiostationen Aus- und Weiterbildungsangebote ihrer Mitarbeiter, zum einen technisch, zum anderen eben aber auch lokaljournalistisch fördern. Zum anderen fördern wir die Verbreitung von Lokal-TV im Wesentlichen. Auch das ist sozusagen eine indirekte Form, um Lokaljournalismus zu fördern, in dem Fall eben bezogen auf Lokal-TV. Warum reicht das nicht? Naja, das hat in Zeiten gerade so gereicht, wo die Werbemärkte noch andere waren. Dort waren natürlich die Verbreitungskosten hoch. Sie waren vielleicht höher, als das heutzutage der Fall ist. Wenn heute ein Lokal-TV-Sender zu dem Schluss kommen und immer mehr kommen zu dem Schluss, dass er womöglich auf eine Satellitenverbreitung verzichten kann und stattdessen stärker auf die Internetverbreitung setzt, weil vielleicht auch in einem Flächenland wie Brandenburg sich nach und nach breitbandiges Internet durchsetzt, dann bleiben immer noch die Personalkosten und dann bleiben immer noch die anderen Fixkosten, die er natürlich hat, um ein gutes, qualitativ hochwertiges Programm zu produzieren. Und da hilft ihnen weniger, wenn wir die Verbreitung fördern, da hilft ihnen natürlich ein Stück weit, wenn wir bei Aus- und Fortbildung wirksam fördern, aber da bleiben immer noch die Kosten, die er immer schlechter am Markt refinanziert bekommt. Und deshalb reicht es nicht. Und deshalb gab es die Initiative des Landtags. Und die fand natürlich auch Unterstützung durch die MABB. Der Medienrat hat auch im Jahr 2017 ein Positionspapier verabschiedet, wo es ihm darum ging, eben, dass zusätzliche Fördermöglichkeiten für Lokaljournalismus geschaffen werden müssen. Und ganz wichtig, dass die eben plattformneutral ausgestaltet werden. Dass es eben nicht um die reine Förderung von Lokal-TV oder lokalem Radio oder anderen Mediengattungen geht, sondern dass sie crossmedial und plattformneutral ausgestaltet ist. Und diesmal geht es wirklich darum, es an Inhalte im formalen Sinne zu binden. Natürlich muss die Staatsferne gewährleistet sein, aber es geht darum, lokaljournalistische Inhalte zu ermöglichen. Wie werden Sie da vorgehen? Also es wird eine Satzung kommen, nach der Sie handeln werden. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das Gesetz sieht vor, der Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 12, ich habe das jetzt hoffentlich richtig gesagt, dass die MABB eine Satzung dazu erlässt, wo die sozusagen die Details ausformuliert werden, nach welchen Maßstäben die Förderung erfolgt. Da sind wir sozusagen auf der Zielgerade, also es sieht ganz gut aus, dass wir Ende Mai eine Satzung beschlossen haben werden durch den Medienrat. Ganz wichtig ist, die Förderung bezieht sich auf das Angebot, sie knüpft aber nicht an den Inhalt an. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wir fördern nicht spezielle Inhalte. Das ist nicht die Absicht und das wird auch so nicht kommen. Also es wird keine Auswahlentscheidung, sollten die Mittel knapper sein, als der Bedarf ist, getroffen zwischen, ich nehme mal ein sehr fiktives Beispiel, ob jetzt ein lokaljournalistisches Angebot in Grünheide über die Entstehung des Tesla-Werks kritisch oder auch nicht kritisch berichtet oder über die örtliche Schule oder den örtlichen Kindergarten. Eine solche Auswahl wird es nicht geben, sondern die Auswahlkriterien werden inhaltsagnostisch sein. Sie werden sich beispielsweise darauf beziehen, ob vor Ort tatsächlich ein besonders starkes Defizit lokaljournalistischer Berichterstattung existiert, womöglich im Vergleich dazu an einem anderen Ort, wo ein anderer Antrag gestellt wurde, das vergleichbar besser noch ist, lokaljournalistisch. Oder auch das Thema Barrierefreiheit, das kam ja zur Sprache, ist mit Sicherheit ein Kriterium, über das man nachdenken kann. Frau Adam, das klingt doch gut. Das müsste doch in Ihren Ohren wie große Freude klingen. Ist das die Förderung, die Sie sich wünschen? Können Sie sich vorstellen, dass das gut funktioniert? Ich bin mir noch nicht sicher, ganz ehrlich, weil es klingt mir manchmal immer noch zu bürokratisch. Ich verstehe, dass Regeln eingehalten werden müssen und dass man das möglichst auf so solide Basis stellt, dass es natürlich auch für Jahre Bestand hat. Ich verstehe das. Ja. Aber es ist oft so, es vergeht immer so wahnsinnig viel Zeit. Also Herr Senfslehm hat selber gesagt, wir ein Jahr reden, wir evaluieren, wir planen und nochmal. Und die Jahre vergehen und es passiert nichts. Und jetzt haben wir obendrauf auch noch eine Krise und es wird immer knapper. Und ich mache mir Sorgen, dass, wenn alles fertig ist, die Hälfte der lokalen Sender nicht mehr da sind, weil ihnen inzwischen die Luft ausgegangen ist. Oder, also wie Lausitz TV zum Beispiel auch mal sagte in einem Vorgespräch zu dieser Fördermaßnahme, also wir wollen gutes Programm machen, aber wir müssen immer wieder Werbeclips drehen für irgendwelche Unternehmen. Es macht uns auch keinen Spaß, aber wir müssen es machen, weil wir müssen so unser Programm finanzieren. So. Und es wäre schön, wenn es vielleicht einen Tick schneller geht und sehr pragmatische, klare Lösungen gibt. Was würde Ihnen konkret helfen, wenn Sie jetzt die Wunschkiste aufmachen könnten? Was würden Sie sagen, das möchte ich haben? Also ein ganz klarer möglich wäre die Finanzierung der Volontariatsausbildung, weil es bindet damit auch ganz klar den journalistischen Anspruch. Ich bilde junge Journalisten aus, ich bringe es ihnen bei und die Kosten werden übernommen. Also ein Sender, der sagt, bei uns wird nur moderiert, wir sagen nur die Songs an und wir bilden nicht aus, der hat dann auch nichts davon. Also es wird dann auch ganz klar geregelt, wer etwas auf journalistischer Ebene tut, wird auch unterstützt. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Andere Möglichkeiten ist Fördermöglichkeiten in Digitalisierungsmaßnahmen. Was ich jetzt sehe zum Beispiel als großes Problem, betrifft uns ganz konkret auch. Viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen, haben ein kleines Polster. Ja. Das brauchen sie gerade auf. Ich hatte mein Polster dafür vorgesehen, dieses Jahr das Studio neu zu bauen und in Technik zu investieren. Das ist jetzt vorbei. Ja. Und ich denke jetzt zu meinem Sendepult, Liebespult, halte noch 2 Jahre durch, weil ich auch dieses Jahr wahrscheinlich mir kein neues Polster aufbauen kann. Ja. Und ich glaube, dass es dann in den nächsten Jahren einen unfassbaren Investitionsstau geben wird und wir wieder in der Digitalisierung total hinterherhinken, weil wir es nicht finanzieren können. Das wären ganz konkrete Maßnahmen. Haben wir gehört. Herr Turner, wie bewerten Sie das? Sie haben ja schon auf die Innovationskraft der Unternehmen abgehoben, wie wichtig das ist. Aber wir haben eben auch dieses andere Instrument, dass Medien gefördert werden können. Wie schätzen Sie die Pläne, oder die ja jetzt auch umgesetzt werden, von Berlin und Brandenburg ein? Einerseits gut und richtig, dass das Thema Journalismus hat einen hohen gesellschaftlichen Wert und sollte deswegen unterstützt werden und hoch eingeschätzt werden. Das finde ich richtig. Auf der anderen Seite halte ich es für problematisch, um nicht zu sagen falsch, wenn man das öffentlich-rechtliche Modell, wo Mittel ausgereicht werden, nicht über den Markt, sondern über eine Verteilung aus der öffentlichen Kasse heraus,
wenn das jetzt auch in den unabhängigen privatwirtschaftlichen Bereich stattfindet. Ich finde Modelle besser, die die Nachfrage im Blick haben und einen Anreiz schaffen für die Medien, sich mehr und intensiver und besser um ihre Leser zu kümmern. Das ist aus meiner Sicht ein zentraler Punkt bei jeder Art von staatlichem Eingriff und Subvention. Idealerweise unterstützt er eine Marktausprägung, eine Kundenorientierung, eine Nutzerorientierung und nicht Strukturen oder Vergabemechanismen. Selbst im harmlosesten Bereich, den man sich vorstellen kann, in der Wissenschaft, wenn Sie so wollen, gibt es eine eigene Industrie der Antragslyrik, die sich herausgebildet hat, weil die Mittelvergabe eben bestimmte Formen hat. Da können Sie keinem irgendwas Böses unterstellen und trotzdem hat sich eine Bürokratie herausgebildet, die über die alle Leute im Wissenschaftsbereich nur noch schön. Genau das Gleiche hören Sie aus den Rundfunkanstalten. Und dieses Instrument, das eben seine Schwächen hat, im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich zu belassen, halte ich für richtig und im privatwirtschaftlich unabhängigen Bereich etwas Neues zu setzen. Ich fand den Vortrag, der eingangs gehalten wird, der hat ein paar interessante Punkte gebracht, auf die man aufsetzen kann. Plattformunabhängigkeit, es soll im Journalismus ankommen, es muss aber idealerweise die Nachfrage im Blick haben und das Publikum. Es ist gar nichts erreicht, wenn Sie die besten Antragsschreiber und die allerbesten Fördermittelpropheten in den privaten Unternehmen dann ausbilden und gleichzeitig die Leser dennoch nicht kommen. Das ist aus meiner Sicht ein fundamentaler Fehler dieser Modelle. Und deswegen sollte Brandenburg, wenn es eine Pionierrolle übernehmen will, genau den gegenteiligen Weg gehen und sich überlegen, wie kann ich dazu führen, wie kann ich befördern, dass die Redaktion das Leserinteresse im Mittelpunkt stellen und dafür dann einen Anreiz bekommen. Und der einfachste Weg aus meiner Sicht ist, indem man sagt, dann muss man die Lesernachfrage, die Hörer, die Zuschauer, die Publikumsnachfrage befördern und auf dem Weg die Verlage, die Medienhäuser, die Online-Angebote anreizen, ihre Produkte besser zu machen. Wie macht man das, Herr Thone? Ein Vorschlag, der in mehreren Ländern wohl auch der Fall ist, da bin ich nicht so kundig wie unsere Einführungsvortragende, sind Gutscheine. Es gibt ein Modell im Einkommensteuergesetz schon vorgesehen. 44 Euro im Monat legt der Arbeitgeber drauf. Der Arbeitnehmer hat keinerlei Belastung und die können zweckgebunden von ihm eingesetzt werden. Aber wenn er keine Lust hat auf ein Lokalangebot, weil er sagt, es ist uninteressant, dann gibt das nicht aus. Und das ist dann der Anreiz. Wir müssen so gut sein, dass dieser Mensch, der den Gutschein hat, ihn auch wirklich einlösen will. Das wäre aus meiner Sicht ein Weg, der tragfähiger ist und bessere Strukturen hervorbringt. Ich leite die Schlussrunde ein. Wir sind leider schon am Ende dieser Debatte und nehme das schon als Ihr Schlusswort, Herr Thone. Gehe hier weiter in der Runde. Wir haben das für und wieder jetzt gehört von Förderung, von verschiedenen Modellen. Herr Kuno, wie kann man es dennoch hinkriegen, dass es eben nicht bürokratisch versandet, wie Herr Thone befürchtet, sondern dass es wirklich dort ankommt, wo es hin soll? Ja, also das bürokratisch so schlank wie möglich zu gestalten, das liegt mit Sicherheit dann auch in den Händen der MABB. Nichtsdestotrotz operieren wir mit öffentlichen Geldern und ein gewisses Maß an Bürokratie scheint mir da zunächst mal unumgänglich zu sein. Ich will kurz noch eingehen auf, was Herr Turner gesagt hat. Auch wir haben uns sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, dass am Ende das, was wir fördern, nicht am Publikum vorbei produziert wird. Weil das wäre ja das Schlimmste, was passiert, dass wir Inhalte, Angebote fördern, die am Ende keine Nachfrage haben. Auf der anderen Seite das Gutscheinsystem, das hört sich gut an. Das funktioniert, glaube ich, auch würde für den Tagesspiegel bestimmt gut funktionieren. Da sind bestimmt ein paar Produkte im Portfolio, wofür die Nutzer gerne den Gutschein einlösen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob Frau Adam das Modell genauso gut gefällt. Weil als Free-to-Air-Sender, Radiosender, frage ich mich, wie wird der Gutschein bei Frau Adam eingelöst? Wenn der Arbeitnehmer womöglich das Radioprogramm von Radio Potsdam schätzt. Also mit anderen Worten, ich glaube, alle Förderinstrumente haben ihre Vor- und Nachteile. Das war ja auch so ein bisschen der Vortrag, glaube ich, von Frau Doguel. Und man muss genau
schauen, dass man die einzelnen Instrumente, aber womöglich auch die Instrumente untereinander so gut wie möglich orchestriert. Dass es am Ende zu einem Mix an Instrumenten vielleicht kommt, die ineinander greifen können. Ich muss es hier bei einem Nicken eventuell belassen, wenn Sie es ähnlich so sehen, denn unsere Zeit ist abgelaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Diskussion, die noch viel Stoff lässt, um weiter zu dem Thema Förderung zu diskutieren. Bei Sebastian Turner, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bei Christian Kuno von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Ingo Senftleben, dem medienpolitischen Sprecher der CDU Brandenburg, und vielen Dank auch an Juliane Adam, Geschäftsführerin von Radio Potsdam. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen.